soll jetzt was vom Glauben erzählen? Macht man eigentlich nicht, oder? Also, ich mache das eigentlich nicht. Aber gut, ich bin auch mehr so, ja, mehr so mittelgläubig, so halb erfüllt gläubig. Sagen wir so, ich bin definitiv keine, die vor spiritueller Glückseligkeit morgens beim Kacken schon Marien wieder singt. Da ist noch Luft nach oben, keine Frage. Und ehrlich gesagt bin ich auch oft total neidisch auf die Leute, die so erfüllt glauben können. Die so, wo das so aus denen raussprüht. Das finde ich ganz großartig. Das erfüllt mich so mit Neid. Und ja, letztens, da waren wir auf so einem Kongress hier, Florian war ja auch da, dem Willow Creek Kongress. Das ist eine amerikanische Megachurch, die so Riesenkongresse veranstaltet. Ihr müsst euch vorstellen, 7.500 Menschen in einer Halle. 7.500 Menschen, die in verdammt dichter Atmosphäre Lieder singen. Wow. Ein Teil von mir denkt, ist das schön sein. So intensiv glauben, das möchte ich auch. Und der andere Teil denkt, 30 cm tiefer, wir spielen hier den Reichsparteitag nach. Ja, da ist noch Luft nach oben bei mir, keine Frage. Dollar glauben kann man immer. Ich erzähle einfach von meinem Glauben. Wenn ich morgens auf die Waage steige, also ungefähr so, ja, das ist eine verdammt bescheuerte Angewohnheit. Ich habe mir das einfach angewöhnt, ich habe keinen Schimmer, warum ich das mache. Aber das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, ich kann nicht anders auf Waage steigen. Also wenn ich morgens auf die Waage steige, dann schickt diese Waage via TCP, IP und WLAN meine Daten von der Waage ins Internet zurück auf mein Handy. Gewicht, BMI, Fettanteil kann ich dir rückwirkend bis ins Jahr 2008 nennen. Lückenlos. Das, ihr findet das komisch, aber das macht wunderschöne Kurven auf dem Handy. Zu den Augen und ab. Ist echt super, müsst ihr auch mal machen. Wenn ihr mich jetzt komisch findet, dann gibt es echt Schlimmeres. Zum Beispiel Schrittzähler, die trägst du mit dir rum und die gehen immer mit dir mit und zählen Schritt für Schritt, wie viele Schritte du machst. Und dann kannst du abends gucken, wow, 8.962 Schritte, gestern waren es so 8.762. Oder du führst Produktivitätslogs. Die trägst du alle 30 Minuten ein, was du in den letzten 30 Minuten getan hast. Und wie effizient du dabei warst. Wohlgemerkt im Privatbereich. Messen, Loggen, Self-Tracking, Selbstoptimierung, das ist der neueste heiße Scheiß. Aber ehrlich gesagt frage ich mich, was nützt das ganze Messen, wenn ich immer noch nicht weiß, warum ich auf der Waage die scheiß Brüste hochhebe? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann kommt endlich Gott ins Spiel, dann sage ich euch, der ist längst schon da. Der findet nämlich nicht, dass du dein BMI um 0,8 Punkte senken solltest. Der findet dich sehr prima, so wie du bist. Gott mag dein Wacken. Gott ist wie so eine unendlich loyale Freundin, die mit dir kichert über deine Wortfindungsstörung. Macken sind großartig. Sie machen dich nämlich einzigartig. Ich kenne nur einen Menschen, der es schafft, sich im Parkhaus zu verfahren. Das war ja nicht da. Aber der macht das wiederholt. Gott interessiert es einen Dreck, wie viele Schritte du gegangen bist. Den interessiert nur, wohin du gegangen bist und wen du dabei getroffen hast. Und wenn wir also von Gott erzählen, dann erzählen wir das immer mit unseren Macken und aus unseren spezifischen Blickwinkeln. Und umgekehrt kannst du aus der Art, wie andere freundlich auf dich schauen, etwas von Gott erfahren. Denn aus davon ausgehen, dass dein Blick noch unendlich freundlicher ist. Und wenn ich von Gott erzählen soll, dann kann ich nicht anders, als von dir zu erzählen. Denn aus deinen Augen schaut er mich an. Du, der du
diese fabelhaft faltigen Falten um die Augen bekommst und den Kopf leicht schräg legst, bevor du andere freundlich verstehst. Oder du, die du oft auch nachts und wie durch Fernzündung merkst, wenn die bösen Geister der Vergangenheit Bingo mit meiner Seele spielen. Oder du, der du nicht nur meine zahlreichen Schwächen kennst, sondern auch kleine Biotope für sie angelegt hast, damit ich sie schamfrei ausleben kann. Du und du und du. Ihr lasst erahnen, wie unendlich liebevoll Gott auf uns schaut. Danke.